Yes. That's embarrassing. Yeah. Okay. So schalten wir einen Goldpakt-Paladin aus. Hm. Oh, die sind sogar einiges wert an Geld. What do you need? Very well. That's on me. So, wir haben okay, 3 angelockt. Das geht aber noch. Dank Soti, Waffen. Edder Feuer. Dann erstmal den Goldpakt-Paladin, der da so unverfroren ist, angreifen. Gut, der ist fast tot. Das heißt, als nächstes beinahe auseinandernehmen. Du machst mal heiligen Glanz. Und wir geben beinahe zur Jagd frei. Okay, beinahe heilt sich. Das ist nicht so toll. Gehen wir mal ein bisschen Feuer wieder. Und mehr Feuer auf sie. Ah, Xoti. Aus dem Boden. Ja, erkrank mal sie hier. This is futile. Okay, Edda, du wirfst beinahe mal um. So, die Buff nochmal. Oh, Ichiza. Einmal Ichiza, bevor sie ganz umkippt. Soti, eine Heilung auf die Gruppe. Oh, beinahe ist wieder aufgetaucht. Oh, Xoti, Xoti. Und er da am besten auch. Alof verpasst man beinahe eine ordentliche. Das war, glaube ich, unser Fenrir, der umgefallen ist. Edda versucht sie nochmal umzuschmeißen. Okay, hat gewirkt. Kurz bevor Xoti auseinanderfällt. Happy to oblige.
Du hast schon den außergewöhnlichen, ja. Plus 3 Verfassung. Das wiederum ist ein sehr schöner Gürtel. Brigantine des Nomaden. Ah, das ist eine ziemlich starke Rüstung eigentlich. Aber sie ist sehr langsam. Deswegen wird sie erstmal weggepackt. So, wir warten, dass wir hochgeheizt sind, weil wir haben da noch ein Söldner. Medium. Happy to oblige. All right. Get threshed. Der allein ist aber kein Problem. Hat uns auf jeden Fall ein bisschen Geld jetzt mal eingebracht, weil die hatten recht viel Geld dabei. Ja, beinahe selber war einfach nur nervig. Das Hauptproblem war der Goldpaktpriester. Zum Glück hat er seine Beschwörung nur einmal gemacht, sonst hätten wir ein Problem gehabt, wenn er nochmal so ein Vieh beschworen hätte. Aber ja, so haben wir sie einigermaßen mit Taktik ausmergeln können. Ohne Probleme zu kriegen. So. Sollte es weg? Da ist der aschgraue Rachen, da ist die Kavara. Was ist eigentlich ein Stauholz gewesen? Ein bunter Papagei landet auf der Reling des Schiffes. Die an seinem Bein gebundene Botschaft zeigt das Wappen des Kahanga-Stamms. Lesen. Captain Hakim, es wäre mir eine Ehre, den Retter von Hasonko im Kahanga-Palast begrüßen zu dürfen. Nekataka ist eine Stadt für Huana und Fremde gleichermaßen. Und es herrscht hier kein Mangel an Arbeit für Gestandene, die so entschlossen sind wie du. Solltest du die Mühe des Anstiegs nicht scheuen, könnte der Palast über Schlankrolle der Zweite zu Hause werden. Denk darüber nach. Mit freundlichen Grüßen, Königin Oneska die Zweite. Mhm. Ein verlassenes valianisches Schiff. Beodo deutet auf das Schiff in der Ferne, eine Galeone, Kapitän, ein Dreimaster. Das wäre es wenigstens, wenn vom Vormast des Schiffs ist nichts mehr übrig, außer einem zersplitterten Stumpf und der Bugpriet wurde glatt abgerissen. Siehst du, was sie mit ihr angerichtet haben? Das ist das Werk von Piraten. Wahrscheinlich Prinzipi und ebenso wahrscheinlich freche Emporkömmliche. Denk mal, wie nahe der valianische Patrouillenroute sie das Schiff überfallen haben. Ja. Oswald beugt sich zu dir herüber. Das Gold haben sie bestimmt mitgenommen, aber vielleicht haben sie ein paar Vorräte zurückgelassen. Irenas Stirn ist schweißnass. Wir sollen uns hier nicht zu lange aufhalten. Wenn die Valianer uns dabei erwischen, wie wir eines ihrer Schiffe plündern, werden sie uns gar nicht erst Zeit geben, irgendwas zu erklären. Ja, Steuer neben der Schiffe werden uns von was noch übrig ist. Du stellst eine kleine Gruppe zum Entern zusammen und du suchst die Galone. Das meiste von Ladung und Mannschaft ist verschwunden, aber du findest einige Fässer mit Süßwasser und ein paar Säcke mit getrocknetem Reis und grobem Mehl. Deine ungeübten Helfer brauchen mehr als einen halben Tag, um alles an Bord des Schiffs zu bringen. 36 Reis, Schiffszwieback, Wasser. Naja, wenigstens etwas. Du befindest dich noch immer an Bord der Galone, als von Beodol eine Warnung kommt. Ein Schiff mit dem Kennzeichen eines valianischen Freibeuters kommt direkt auf dich zu. Die Mannschaft an Bord der Defiant hastet über das Deck und bereitet sich auf den Kampf vor. Bis du zu deinem Schiff zurückgekehrt bist, den Anker eingeholt und die Segel gesetzt hast, haben die Freibeuter dich schon fast eingeholt.
Doch als die Freibeuter näher gekommen sind, siehst du, wie sie auf deine valerianischen Segel deuten. Doch als der andere Captain begrüßt dich, indem er kurz den Hut lüftet, dann ziehen die Freibeuter sich wieder zurück. Ja. Sehr schön. So, hier ist nochmal das Heiligtum des Eidbinders. Ja, Moral durch Obst. Gut, gucken wir mal kurz in die... Direkt vom Wrack. Ja, ich soll dem königlichen Palast von Nekataka vorständig werden. Mhm. Ich hätte aber liebend gerne ja Kartierung des Archipels. Er hat vorgeschlagen, dass ich mit den zwei bisher noch nicht kartierten Inseln nördlich und südlich von Port Maie beginne. Ja, Port Maie ist hier. Wo habe ich blink and find yourself standing in the knee-high grass of an endless field with the day just falling into dusk. Natürlich müsste das jetzt wiederkommen. Du blinzelst und findest dich wieder auf einem endlosen Feld in kniehohem Gras stehend. Der Tag neigt sich dem Abend zu, die Abenddämmerung bricht herein. The grass still holds the warmth of late afternoon sunlight, but a chill breeze blows at your back, raising goose flesh down your arms. Im Gras ist noch Wärme der späten Nachmittagssonne zu spüren, doch in deinem Rücken spürst du eine kalte Brise, die dir eine Gänsehaut über die Arme jagt. The chirr and trill of night jars rises with the wind. In the inky bruise of the sky, stars ignite by the ones and twos. Das Zirpen und Trällern der Nachtschwalben erhebt sich mit dem Wind. Im dunklen Nachthimmel erleuchten mal paarweise die Sterne. The tolling of a single bell joins the chorus of bird song. Das Läuten einer einzelnen Glocke mischt sich in das Vogelgezwitscher. Then another. Ein weiteres Poltern. The sound surrounds you. Every stalk of grass bears a delicate silver bell on its end, bobbing in the wind. Das Geräusch scheint dich völlig zu umgeben. Jeder einzelne Grashalm trägt ein graziles Silberglöckchen und alle wiegen sich im Wind. The chill breeze becomes a howling gale. And the tide of ringing bells sweeps you off your feet. It carries you like flotsam through the sea of grass. Die kühle Brise wächst sich zu einem heulenden Sturm aus. Yeah. Die kühle Brise wächst sich zu einem heulenden Sturm aus und das Dröhnen läutender Glocken holt dich von den Füßen. Es trägt dich wie Treibgut über das Meer aus Gras. Then the earth falls away. The wind ceases and you are sent tumbling up into the dark of the sky. Dann weicht die Erde plötzlich zurück, der Wind legt sich und du wirst hochgesteuert in den dunklen Himmel. Watcher. The voice of the pallid knight shakes the earth at your feet. Wächter, die Stimme der bleichen Ritterin bringt die Erde unter deinen Füßen zum Beben. Wer sind die vier diesmal? You have returned to Bareth's realm. Your soul once more called to attend the wishes of the god of death. Du bist in Bareths Reich zurückgekehrt. Wieder einmal wurde deine Seele gerufen, um den Wünschen des Gottes des Todes nachzukommen. Nicht verbeugen. Weißt du was? Langsam beginne ich mich auf diese Unterhaltung zu freuen. Vielleicht versuchst du beim nächsten Mal mit einer Tür. Nicht schon wieder diese Scheiße. Nichts sagen. Nehmen wir die zwei. You can't be certain, but you think you might see the barest hint of a smile tugging at the edges of the pallid knight's lips. Du kannst dir nicht ganz sicher sein, aber du hast das Gefühl, dass ein nahezu unmerkliches Lächeln die Mundwinkel der bleichen Ritterin zum Zucken bringt. Once again, you have spoken with the child of light. Wieder einmal hast du mit dem Kind des Lichts gesprochen, sagt die bleiche Ritterin. Tell me what you have learned. Er ist unterwegs zum Markranz 10. Er richtet noch immer Chaos im Todesfeuer an und zerstört alles, dessen er habhaft werden kann. Ich habe nichts Neues zu berichten, nichts sagen. Nehmen wir die 1. The pallid knight stares past you, pensive. Faszinierend. Nachdenklich starrt die bleiche Ritterin an dir vorbei. Now attend. Tell me what your many eyes perceive. Her words ring out, and a heavy silence descends. Well, leiste mir Beistand. Sage mir, was deine vielen Augen sehen. Ihre Worte hallen laut wieder, und eine schwere Stille senkt sich herab. In the silence breaks the murmur of countless voices. They speak all at once in languages both known and unknown to you.
Das sind jetzt andere Götter, definitiv. Nur manche davon sehen nicht sehr freundlich aus. Also da haben wir auf jeden Fall Galarian mit seinen Bestien diesmal. Habe ihn ja das letzte Mal mit Hyela verwechselt. Das ist der Golem, der Schmiedegolem, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und das hier muss Rimgrad sein, dem hatten wir ja vor kurzem schon mal das Vergnügen in der Zwischenwelt, wo er uns einmal getötet hat. Bei Fischkopf und... Ja gut, das könnte Whale sein mit den vielen Augen. Wobei ich mir Whale nicht so unheimlich vorgestellt habe. Ja, das Murmeln zahlloser Stimmen unterbricht das Schweigen. Es sprechen alle auf einmal in dir bekannten und unbekannten Sprachen. In a space beside Barith, an eye blinks open, followed fast by several more.